Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Exidia. Wir befinden uns immer noch im Zipsgriff Tiefwald, befinden uns allerdings ganz kurz vor dem Ausgang, nachdem wir schon fast zwei Parts in diesem Urwald verbracht haben. Allerdings steht uns, das habe ich ja schon am Ende des letzten Partes verraten, ein Bosskampf bevor im südwestlichen Bereich. Und danach haben wir diesen Wald wirklich hinter uns gelassen. Ich habe keine Ahnung, ob der Gegner eventuell zu stark sein wird. Und ich eventuell sogar noch nachleveln muss. Wobei ich auch sagen muss, wir müssen langsam echt mal neue Ausrüstung und neue Waffen kaufen. Das habe ich bis jetzt versäumt. Denn wir laufen immer noch mit den Standardkram rum. Nee, da müssen wir unbedingt bei der nächsten Stadt etwas tun. Werden wir auch. Und jetzt schauen wir erstmal, ob wir wirklich eine Chance haben gegen den kommenden Gegner. Und den kennen wir doch. We meet again. They don't look ready to turn tail and run this time. Get along, little doggies. Ach. I sure wasn't expecting him. What are you doing here? Good dogs. Thank you for telling me of these intruders. I thought Ivor was the only one who could talk with animals. You're Zhao, right? Hmm? I don't remember introducing myself. We heard your name from the people of Himmel. What do you want? Is that not obvious? Come, child. We're returning to the village. You had me worried sick. I never thought you would leave the village while I was away. No, no, no! Don't let him take us, Jude! Do you have any idea how the villagers treated Elise when you left her alone? I am truly sorry about that. What exactly is Elise to you? Let's just say, I know where she used to live. Where she grew up. So will you take her back to her home? Or are you planning to lock her up in Himmel again? That is my business, and mine alone. You will hand the girl over. Then you leave me no choice. The bigger they are, right? Der hat gerade das Auge aufgemacht. Wahnsinn! Und jetzt kommt es also zum Kampf gegen Zhao. Und er ist nicht alleine, denn er hat ein paar Waldwölfe dabei. Momentan nur zwei Stück. Gucken wir uns erstmal Zhao an. Er hat 25.500 KP. Und das wird ein harter Kampf. Ich kann das schon mal sagen, ich glaube, ich habe es schon beim letzten Mal erwähnt. Das war die Stelle, wo ich bei meinem ersten Durchspielen hier das allererste Mal gestorben bin. Er ist Level 13. Hat eine Schwäche gegenüber Wind. Und ist resistent gegenüber Erde. Ich muss mal ganz kurz gucken, wo ich die Windlanze ausgerüstet habe. Denn die werden wir auf jeden Fall benutzen. Den Katalogstick nach oben. Alles klar. Schwall, Flammenring. Ansonsten haben wir noch keine neuen Zauber seit der letzten Aufnahmesession dazu bekommen. Okay, dann gehen wir es mal an. Wie sieht es items technisch aus? 13 Apfelgummi, 11 Trank des Lebens, nur 2 Orangengummi. Müssen wir ein bisschen auf unsere TP achten. Okay, dann legen wir mal los. Es ist mal wieder eine neue Aufnahmesession und ich muss mich erstmal wieder an die Steuerung gewöhnen. Zum Glück ist Zhao nicht der Allerschnellste und er hat es erstmal auf uns abgesehen, wie es aussieht. Aber ich möchte mich erstmal um die... Oder? Ne, wir kümmern uns direkt um ihn. Und da haut Elvin das erste Mal drauf und ich wollte die Windlanze spammen. Und wir sind im Dingensmodus, in der Grenzüberschreitung. Und können vielleicht nochmal eine... Wow, macht der Schaden. Und kann uns auch noch betäuben. Okay, das war jetzt suboptimal. Wie viel KP hat er verloren? Nur immerhin 5000, das war gar nicht so schlecht. Allerdings müssen wir jetzt ohne Grenzüberschreitung zurück. Und zurechtkommen vor allem. Oh, der macht echt Schaden. Danke, Jude. Ich bleibe auf jeden Fall mit ihm verbunden. Und ich glaube, Elise braucht mal kurz Hilfe.
machen wir doch erstmal die Verstärkung bzw. die Hilfestellung hier platt. Dann nerven die hier schon mal nicht mehr rum. Wow, und das war ein sehr vernichtender Schlag. Ah, Elvin, nicht Elvin, sondern Jude hat uns gebufft. Unser Angriff wurde verstärkt. Los, ihr beiden, macht ihr auch mal was. Ah, toll, jetzt bin ich nicht in den Pixie-Zirkel reingelaufen. Jetzt bin ich, aber er hat mich wieder gelähmt. Oh, oh Mann. Also wenn der eine Combo startet, dann sollte man mal ganz schnell ausweichen. Firebomb. Und die Windlanze, ja, die macht schön Schaden. 870 Schaden. Oh, 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 oh. Ganz schnell weg. Elise, heile und... Oh, die hat keine TP mehr. Mist. Ah, oh, die kann nur noch den kleinen Elfenkreis herbeizaubern. Oh, 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 schütz dich. Danke, Jude. Uiuiui, und bei diesem Angriff, bei diesem Flächenangriff muss man echt aufpassen. Elvin ist fast tot. Da muss mal jemand kurz ihm ein Apfelgummi zuschieben. Danke. Und ich glaube, Elise braucht auch gleich ein Orangengummi. Ich könnte allerdings auch bald eins gebrauchen. So viel TP besitze ich nicht mehr. Oh, komm gleich an. Komm wieder. Oh, uiuiui. Und Elvin ist tot. Ich weiß gar nicht, was ich im Strategiemenü eingestellt habe. Bezüglich der Objekte verwenden. Eigentlich müsste jetzt jemand mal einen Tank des Lebens verwenden, bitte. Danke, Elise. Alter, jetzt hör mal auf Elvin drauf zu hauen. Und ihr seht schon, er hat eine unglaublich gute physische Abwehr. Jetzt mal wieder eine verbundene Art zur Abwechslung. Da bin ich jetzt schlecht ausgewichen, beziehungsweise überhaupt nicht ausgewichen. Nein, nicht auf mich. Boah, da habe ich den Zauber gerade noch rechtzeitig abgebrochen. Jetzt geh doch mal auf jemand anderen drauf. Meine Herren, geh weg. Boah, komm, Windlanze. Jawohl, schön. Die macht echt gut Schaden. Mit der muss ich ein bisschen angreifen. Boah, waren nur 250. Oh, ich glaube, ich habe den Angriff aber noch durchbekommen. Huiuiuiui. Ihr merkt schon, der Kampf ist nicht allzu einfach, aber ich glaube dennoch machbar. Ich gebe mir erstmal einen Orangengummi. Und dann gebe ich auch der guten Elise gleich eins. Und das war dann auch unser letztes. Jetzt müssen wir komplett ohne TP-Heilung hier durchkommen. Und so viel heilt das auch nicht. Ach, und Elvin ist tot. Warum heilt ihn denn keiner? Jude, mach mal was. Steh nicht nur doof rum. Und da kann er sich fast schon wieder hinlegen. Windlanze. Ah, der hat sich wieder geschützt. Oh, der geht wieder auf mich. Und da kann mein Angriff nicht mehr durch. Okay, dann gehen wir jetzt mal ein bisschen auf Nahangriff. Ach, schütze ich noch. Danke, Jude. Ganz schnell zur Seite. Elise ist down, aber wurde schon wieder belebt. Sehr schön. Die nächste Windlanze. Ich kann mich gerade gar nicht darauf konzentrieren, was storytechnisch gerade abgegangen ist. Das müssen wir gleich noch machen. Erstmal den Schwall. Das können wir auch mal zwischendurch machen. Und dann die Windlanze. Oh, das ist auch blöderweise ausgewichen. Jetzt geht er schon wieder auf mich. Wie viel KP hat er denn noch? 9700. Also ein bisschen müssen wir noch. Und er hat wieder Verstärkung gerufen, die blöde Sau. Das kann er leider auch. Müssen wir eben schnell aus dem Weg räumen. Die gehen Gott sei Dank ein bisschen schneller kaputt. Sehr schön hochgeschleudert, Jude. Kommt, Wölflein, stirbt. Und er hat gerade, glaube ich, noch irgendwas gerufen. Ja, da ist noch ein Adler, glaube ich. Beziehungsweise ein Habicht. Sorry, ich wollte dich nicht falsch betiteln. Vogelfiech. Uiuiui. So, jetzt habe ich mittlerweile auch wieder ein bisschen PP aufgeladen. Die kann ich gleich gegen Zhao selber dann verwenden. Elvin und Aua. Elise scheint ihn gerade ein bisschen zu beschäftigen. Das ist gut. Aber ich glaube, wir sollten mal... Oh, er ist gerade gelähmt. Nein, ich wollte... Oh, egal. Komm, machen wir erstmal den Habicht ganz schnell platt. Oh, nein, nicht alle auf einen Fleck, Leute. Das ist ganz, ganz schlecht gegen den. Danke für die Heilung. So, Habicht, komm her. Komm, Jude, helf mal ein bisschen mit, damit wir die Verstärkung erledigen können. Was machen die anderen beiden denn da? Ihr müsst ihn doch mal ein bisschen ablenken. Oh, ach, der Adler liegt ja immer noch. Eine Fresse, so. Aber, oh, ah, also Elise hat keine TP mehr, um zu heilen. Das ist sehr schlecht. Ah, und das war auch sehr schlecht von mir. Verteidigt. Ich glaube, ich könnte mal ein Apfelgummi vertragen.
Haben wir noch ein paar von. Oh, ganz schnell weg. Gut gemacht. So, ich habe auch die Verbindung aufgehoben. Was war das denn? What the fuck? Da war ich gerade. Aua. Etwas überrascht. So, Jude. Sehr schön. Und auf ihn drauf. Aber der schützt sich die ganze Zeit. Der blöde Lump. Oh, 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 oh. Danke. Und schnell erstmal wieder weg. Wie viel HP hat er noch? 5400. Okay, das nehmen wir doch irgendwie noch hin. So, danke für die Heilung. Und grob. Einfach jetzt mal grob. Und bitte ausweichen. Danke. Wow. Aber ihr müsst auf jeden Fall neue Rüstung und neue Waffen in der nächsten Stadt kaufen. Erinnert mich dran. Sonst vergesse ich das wieder ganz bestimmt. So, jetzt das Zwölflein noch eben schnell wieder weg. So. Und er schützt sich die ganze Zeit. Da ist irgendwie ein Habicht dazu gekommen und wir können gleich in die Grenze überschreiten. Das ist gut. Ach komm, greif mir einfach Ciao an. Der hat nicht mehr viel. Könnten wir mit ein bisschen Glück hinkriegen. Ach, Jude war gerade gelähmt, deswegen konnte ich keine verbundene Atem machen. Uiuiuiui. Bitte jemand die Elise wiederbeleben, ganz schnell. Und ich brauche noch einen Apfelgummi. Aber erstmal beleben wir Elise eben schnell wieder. Don't worry, be happy. Oh, jetzt sind schon wieder zwei Verstärkungen da und Zhao ist wieder hinter mir her. Verpiese dich mal. Jude, bitte mal ein Apfelgummi für mich. Wow, das war wieder knapp. So, und jetzt die Windtanze, komm. Ah, wir haben es durchgekommen, wunderbar. Oh, komm, nochmal schnell die Windlanze durchbringen. Ja, Zhao ist down, sehr schön. Und jetzt müssen wir trotzdem noch die Verstärkungen eben besiegen. Aber ich denke, die Hauptgefahr ist beseitigt. Gott sei Dank, den Rest kriegen wir noch so irgendwie down. Wäre natürlich jetzt sehr bitter, jetzt an den kleinen Viechern hier noch zu sterben. Aber das kriegen wir hin, da bin ich doch recht zuversichtlich. Und wir müssen, sobald wir die nächste Stadt erreicht haben, uns auch mit Orangengummis mal neu eindecken. So, ja, bitte, die können sich natürlich auch schützen. Final down. Und dann ist nur noch ein HP übrig. Wie Zhao da liegt. Aha, hüp, hüp. So, und das war's dann. Wie lange hat der Kampf gedauert? Fast 8 Minuten. Ach, da oben rechts steht ja sogar 7 Minuten 8 Sekunden. Ach, sorry, dass ich das jetzt wieder gerade überquatscht habe, aber die Endbosskämpfe sind wirklich ein bisschen anstrengend. Aber wir haben ein paar Level-Ups bekommen und auch ein paar Items. Ein Windumhang unter anderem. Sehr schön. 8 neue WP für Mida, 4 für den Rest. Ja, die kleine Elise fühlt sich deutlich stärker. Why must you remain with these people? They will bring you nothing but trouble, I'm sure of it. I want to stay with them because they made me their friend. And friends don't leave friends alone! Elise. Mila, Alvin. If it were up to me, I would not bring her back. I am not doing this by choice. Just put that away. What? Cover your mouth! You don't want to be alone, huh? Then perhaps all of those people are actually good for you after all. Tja, da hat Jude, unser Taktikgenie, mal wieder zugeschlagen. Und wir sind endlich aus diesem blöden Wald raus. Auch dank der Rauchpilze. Apropos Rauchpilze. Hey, those whatchamacallit shrooms are something else. It got all smoky. What was that? Those are smoke shroom spores. Clever monsters will wait until their prey gets near one.
then they'll hit the smoke shroom with a rock and take down the prey while its eyes and nose are clouded with spores. And for its part, the smoke shroom gets to spread its spores over a wider area. When life forms help each other like that, it's called symbiosis. Oh, okay. You're so smart! Like one of those monsters you talked about! So, does that mean people and spirits have symbiosis too? That's right. Humans give mana to the spirits, and the spirits use arts to help people. It's a perfect example of symbiosis. Well done, Elise. Thank you. That's incredible! Ellie's the smartest of all! Das bezweifelt doch niemand. Aber eine sehr schöne Symbiose, der Kreislauf des Lebens hier praktisch. Und gleich das nächste Zwischengespräch, Lilium in voller Blüte hinterher. Lilium Orbs are so pretty! Where did you get yours? I'm not sure. One day, I just noticed it was inside Tipo. I found it on the ground! It was so pretty, I couldn't help myself! You ate it? Let's be glad Tipo did. She wouldn't stand a chance out here without it. For a tool of battle, it really is quite beautiful. The humans who designed it did quite a fine job. A marvel born of the same human ingenuity that has spawned so many horrors. Well said. Perhaps it's that very duality that defines humans. Schön gesagt. Aber vielleicht jetzt nochmal ganz kurz, um auf Zhao zurückzukommen. Die Frage ist natürlich, welche Verbindung hat er mit Elise? Er sagte ja, er weiß... Da hinten sehen wir übrigens schon eine Windmühle. Sprich, die nächste Stadt ist gar nicht mehr so weit weg. Das merke ich jetzt erst, wie die Wolken hier weiterziehen. Sieht eigentlich richtig nett aus. Nee, aber was ist eigentlich die Verbindung zwischen Zhao und unserer kleinen Elise? Er sagte ja, dass er weiß, wo sie aufgewachsen ist. Daraufhin war sie jetzt nicht so begeistert. Also sie scheint irgendein Geheimnis zu haben. Muss auch irgendeinen Grund haben, warum Zhao sie in Hamil eingesperrt hat. Ich glaube nicht, dass er es aus Bös oder Boshaftigkeit getan hat. Ich glaube auch nicht, dass er so ein wirklich böser Charakter ist. Auch wenn er, wie wir bereits in einer Zwischensequenz vor 3-4 Parts gesehen haben, anscheinend zur feindlichen Hauptgruppe gehört, die ja versucht irgendwie die Lanze von Kresnik in ihren Besitz zu bringen. Da gehört er auf jeden Fall dazu. Aber was Elise jetzt damit zu tun hat, da können wir uns momentan noch nicht so den großen Reim drauf machen. Aber wir haben erstmal wieder ein weiteres Skit, ein weiteres Gespräch. Das geheime Arte der Beherrschung von Monstern. You see how that Zhao guy made monsters do his dirty work? Pretty neat trick. Ivor has some ability to control monsters, but it's nowhere near that level. I've heard there's a clan in Anjul that knows the secret art of monster control. I wonder how it works. Monsters are a pain. They should just learn to talk like I can. Come now, isn't it easier this way? Would you really want to kill a talking monster? I guess not. I would crush them with witty repartee. That's true. If we could negotiate with monsters, we wouldn't need to fight them all. But even if they could talk, they'd all be speaking monsterese. So hire an interpreter who's fluent in this language. And then it turns out that's exactly what the secret art is. Ja, immer wieder dieser Humor zwischendurch. Monsterese, eine sehr geheime Sprache, die nur sehr wenige beherrschen. Auf jeden Fall, die kleine Elise scheint ja in Anführungszeichen kein normaler Mensch zu sein. Ansonsten will sie auch nicht schon über so große magische Fähigkeiten besitzen, oder? Ich kann mir nicht vorstellen, dass andere Kinder in ihrem Alter, wie alt mag sie sein, 11, 12 oder so, dass andere Kinder in ihrem Alter schon über solche Möglichkeiten verfügen. Und übrigens, wer es noch nicht gesehen hat, wir sind natürlich in einem neuen Monstergebiet, immer noch auf der Substorf Höhenstraße. Aber wir sehen, die nächste Stadt, die sich da nennt Sheridan, ist nicht mehr weit entfernt und die werden wir gleich noch erreichen. Aber vorher werden wir vielleicht noch ein, zwei Gegner machen. Ich glaube, die Bienen zum Beispiel hat man noch nicht gesehen, oder? Ich bin mir gar nicht mehr so sicher. Ich habe das Zwischengespräch gesehen, das werden wir uns auch gleich noch anhören. Aber vorher zwischendurch noch ein bisschen kämpfen. Die Gegner sind ja anfangs gelähmt und von daher kriegen wir die relativ schnell down, denke ich mal. Auch die kleinen Bienen.
die sich da nennen Bean. Ein sehr kreativer Name. Und ich glaube, auch die haben wir noch nicht gesehen. Die Kyla. Perfekter Verbündeter Jude. Dann machen wir es doch auch mal. Machen wir erstmal die fetten Wildschweine hier fertig. Denn die können ganz schön mächtig reinhauen, wenn man sie lässt. Und darauf haben wir ehrlich gesagt keine Bock. Keine Bock vor allem. Kein Kyla, keine Biene und keine Bock. Und deswegen erledigen wir es mal ganz schnell. Ein Apfelgummi bekommen und Jude ebenfalls ein Level Up. Welches Level haben wir momentan überhaupt? 15, 8. Da sind wir doch eigentlich ganz gut dabei. Aber jetzt erstmal ein weiteres Gespräch. Ein Schatz wie Elise. Ain't that by the skin of our teeth? I'm sorry. It's my fault that the big man attacked you. Don't be mad at Ellie. He was the one who picked the fight. There's nothing for you to apologize for. Don't worry. We'll protect you. Thank you. You're a real pal, Alvin. It ain't every day a treasure like you falls into my lap. Huh? Because you're such a gifted channeler, I mean. You know, so you'll be a big help to me too. Was sollte das denn jetzt heißen? Du wirst mir eine große Hilfe sein. Das klang jetzt etwas merkwürdig, aber lassen wir mal so stehen. Eine Truhe mit Allheilmittel haben wir mittlerweile auch schon 13 Stück von gesammelt. Ich sammle nochmal eben schnell die Säcke ein. Ich werde oft eher vielleicht nochmal ein, zwei Kämpfe. Ja, viel mehr werde ich wohl auch nicht machen. Ich wollte erst sagen, ich werde hier die ganze Gegend vielleicht nochmal ausräumen, aber ich glaube, das sind dann doch ein paar Gegner zu viel und vom Level her sind wir, denke ich, ganz gut dabei. Mir geht es ja hauptsächlich darum, um die Materialien, dass wir da vernünftig und viel einsammeln. Wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Dieser Weg hier, können wir nochmal ganz kurz auf der Karte zeigen, ist übrigens der Weg, der hier versperrt war wegen der Einlasskontrolle vom Militär. Da konnten wir damals nicht lang. Wir mussten deswegen erst durch den Wald spazieren. Der Weg dürfte uns jetzt offen stehen, aber lohnt sich ehrlich gesagt jetzt nicht, dort nachzugucken. Deswegen gehen wir mal Richtung Sheridan zu. Aber vorher sammeln wir natürlich alles Glitzernde ein. Und schon das nächste Zwischengespräch. Was ist denn heute los? Elise ist incredible at spirit channeling. Her Manalobe must be far more developed than normal. That's not true. But it is! Bet you wish yours was too! Well, I certainly do. Must be nice to have such a powerful Manalobe when you're channeling, huh? I guess. I really don't think about it. Well, you should, since the Manalobe is inside your brain. Wait, really? I hear that sometimes the spirits will help themselves to a nice chunk of brain along with the mana. So don't channel too much, or that pretty little skull of yours will end up as hollow as a coconut. Ah! I don't want that to happen! Come on, Alvin. Don't scare her like that. Oh, das war jetzt gemein, der kleine Elise gegenüber. Und schon wieder ein Zwischengespräch. Ja, wenn wir Zeit haben, sammeln wir vielleicht auch ein paar Blumen ein, um sie Elise ins Haar zu stecken. Mann, so viele Gegner und so viele Gegenstände aber auch hier, die man einsammeln kann. Zum Beispiel biegsames Efeu. Um die Ecke liegt noch ein Sack. Mit rabenschwarzen Federn, sehr schön. Und schon wieder ein Zwischengespräch. Aber vorher möchte ich noch die Truhe einsammeln mit einem Mischgummi. Unser erstes Mischgummi stellt 30% der KP und TP wieder her. Sehr praktisch. Den Gegner weichen wir trotzdem mal aus. Wo geht es denn dahin? Ich wies es ehrlich gesagt nicht, aber nördliche Abzweigung. Wow, die Biene hat uns fast noch erwischt. Aber ich glaube, hier können wir momentan noch nicht so viel machen. Und ich glaube, hier kommen wir ohnehin wegen einer Nebenquest auch noch hin, deswegen sparen wir uns das mal. Und kommen zu einem späteren Zeitpunkt hierhin nochmal zurück. Ja, du blöder Adler, verfolge mich. Obwohl du fliegen kannst, hast du keine Chance, mich zu kriegen, blödes Vieh. Ja, meine Herren, was ein Kampfschrei. Aber da hinten ist schon der Zugang zu Sheridan. Oh, was die für Töne von sich geben, die Habichte. Hier finden wir noch mehr rabenschwarze Federn, sehr schön. Aber jetzt erstmal die Vorzüge von Rauchpilzen. So many smoke shrooms. Yeah, they're a famous delicacy around here. Do they taste good? Better than you might think. I hear they're especially good in stew. Hey, I love stew. What if you steam them with garlic and butter? Would that be good?
Sure sounds good to me. You could make cream of smoked shroom soup! What if they were wrapped in bacon? That would be amazing! Wie sie sich freut. I didn't realize you liked food so much. Oh, I just... She's having a growth spurt! Don't judge! Ja, aber wer isst doch nicht gerne, ne? Und als Kind hat man halt immer den Wunsch zu wachsen. Kenne ich zu gut. Als Kind möchte man einfach nur eins, man möchte erwachsen werden. Wow, und da greift uns eine Biene an. Und später, wenn man erwachsen wird, dann wünscht man sich nur eins, man möchte wieder Kind sein. Aber ich glaube, das ist auch ganz normal. So, dann machen wir die Biene hier zum Abschluss des Parts auch nochmal eben platt. Und dann werden wir gleich diesen Part beenden, kurz vor Shevelton. Die Stadt schauen wir uns dann beim nächsten Mal an. Sprich, wir haben in diesem Part mal wieder nicht so viel geschafft. So ein bisschen Geschichtshintergrund haben wir erfahren über Zhao. Na, wobei, so wirklich viel war es auch nicht. Aber wir wissen auf jeden Fall, dass da irgendeine Verbindung zwischen ihm und Elise liegt. Meine Fresse, halt, um die Bienen viel aus. So, komm, machen wir den. Habe ich mal eben schnell platt. Finde ich aber auch nett von den Gegnern, von den fliegenden Gegnern, dass die immer so schön Richtung Boden gehen, damit wir sie auch bloß mit unseren Nahkampfwaffen treffen können. Finde ich wirklich sehr, sehr sozial. Sollten sie auch manche Menschen mal ein Beispiel dran nehmen an diese Tiere. So, und jetzt nochmal ein Final Down, aber überlebt die Biene natürlich. So, jetzt mach ihn doch tot. Danke. Und wir finden noch drei Silbererze. Warum wir die auch ausgerechnet von Bienen bekommen. Ich wollte eigentlich zur Truhe, bevor uns die Biene angefallen hat. Ein heiliger Trank. Damit kannst du Begegnungen mit schwächeren Feinden für eine Weile ausweichen. Achso, das haben wir, glaube ich, auch schon beim letzten Mal benutzt. Diesen heiligen Trank, aber okay. Muss ich jetzt nicht mehr einsetzen. Wäre gerade eben ein bisschen praktischer gewesen, aber okay. Gut, da vorne liegt Sheridan. Ich hatte ja schon gesagt, dass da oben ist eine Windmühle. Und ein bisschen mehr von den Stadtmauern können wir auch schon sehen. Aber wie gesagt, die Stadt, die schauen wir uns dann beim nächsten Mal etwas genauer an. Oh nein, bloß nicht den ersten Spielstand überschreiben. Puh, da wäre mir fast ein Missgeschick passiert. Dann nehmen wir lieber den Spielstand Nummer 2 und überspeichern diesen. Und wie gesagt, an dieser Stelle beenden wir den Part von Let's Play Tales of Ixalia. Beim nächsten Mal betreten wir die Stadt Sheridan und schauen, was uns dort so erwarten wird. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao!